Einen wunderschönen. Da bin ich wieder. Und wie versprochen geht es jetzt weiter mit dem letzten Video oder Tutorial-Anleitung, besser gesagt, zu Schritt für Schritt durchs XMB. Da habe ich mir jetzt auch gleich Verstärkung geholt. Die stelle ich auch gleich vor. Ich will nur schnell am Anfang zusammenfassen, was wir jetzt machen. Wir werden die Blockliste durchgehen. Wir werden Freunde hinzufügen. Also ich habe jetzt keinen, den ich hinzufügen kann. Ich werde es aber heute nur erklären. Also wir werden jetzt alle die oberen Punkte durchgehen und uns mal unser eigenes Profil und ein Profil eines Freundes angucken. Und ja, das war doch schon. So, dann stelle ich jetzt meinen Gast vor. Der Crazy Freak, der hilft. Ja, ich helfe. Ich versuch's zumindest. Aber Odin, von wegen Freund hinzufügen, können wir machen. Wir löschen uns einfach gegenseitig und gut ist. Ich wollte nur zeigen, wie es geht. Ich habe ja auch bei Kontoverwaltung habe ich ja auch nicht da, wo du Passwort eingeben musst und gesagt und dann eingestellt oder Adresse geändert oder so. Habe ich Ich würde nur es aber auch schon gezeigt. zeigen. Dann löschen wir uns. Tun uns gegenseitig hinzufügen. Du mich, ich dich, dass die sehen. Ah. So geht das und so nimmt man einen Freund an. Ja, annehmen ist ganz normal, unten steht er da, annehmen. Kennst die Leute, Rudi? Mir ist das egal Nee, sein. Ich kenne die also Leute so nicht. eine leichten Sachen, die erzähle ich nur. Das ist genau wie bei Adresse ändern oder so. Ich habe da auch nicht mein Passwort eingegeben und habe gesagt, hier, jetzt kannst du Adresse neu eintragen. Das ist ja Schwachsinn. Ich habe es nur erklärt, die Punkte. Das ist ja Schwachsinn. So, fangen wir an mit der Blockliste. Also, ich gehe auf nur die Blockliste. Ich habe jetzt, oh, ich habe so jetzt zwei hier in der Blockliste. Ich habe keinen einzigen. Ich habe zwei hier in der Blockliste. Ja, wahrscheinlich, weil die dir wahrscheinlich mal auf den Sack gegangen sind. Also, du müsstest auch noch zeigen, wie man jemanden zur Blockliste hinzufügt. Ja, die habe ich im Spiel. Bin ich auf Profil gegangen und dann kann ich ja gleich bei dir mal gucken. Nee, bei Profil ist es hier, es ist im Nachrichteneingang ist das nur. Ach so. Ja, warum halten den jetzt hier auch eigentlich auf der Blockliste? Profil. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass du das nicht in deiner Profilliste hast. Aber gut, wäre ja auch unlogisch, wenn ich den als Freund habe, wieso soll ich den dann in die Blockliste hinzufügen? Klar, Ja, logisch. ich hab hier einen Dare Karl. Den habe ich in der Blockliste. Ey, Der ist auch kommt. scheißegal. Nein, geh mal in deinen Nachrichteneingang. Ja, warte mal, ich guck gerade mal, wer das alles ist. Weil ich habe hier zwei in der Blockliste und ich weiß nicht warum. Ach, das Nö. sind die! Die mir bei, der eine ist hier mir Ist doch bei scheißegal, Udin. Red Dead auf Ist den doch. Sack gegangen. Udin, ist doch Tutorial und kein Podcast, oder was Ja, rede ich ich hier sag's ja nur. falsch? Also das ist die Blockliste, da findet ihr praktisch die ihr blockt habt. So, neuen Freund hinzufügen. Da geht ihr Ja, drauf. ich würde mal zeigen, wie man jemanden zur Blockliste hinzufügt. Ja, da komme ich doch gleich hin. Nö. Ja klar, beim Nachrichteneingang. Ja, aber. Als Naja, mach. Spielbegegnungen, Mensch. Ja, Ich dann hab, hau rein. ja, na, da muss ich doch erstmal hinkommen. Ich bin jetzt erstmal bei Freund einladen. So, wir bestätigen und hier gehen wir einfach mal ein. Ich gebe mal einfach meinen Odin Unterstrich. Jetzt machst du es ja doch. Ja, ich schreibe mal meinen eigenen Namen drin. Ah. Das geht So, nicht. dann will ich Geht ja gleich nicht. mal testen. So, okay. Ach, ich habe Minus gemacht. Die von Geht trotzdem nicht. Ihnen geht nicht. Den gibt es nämlich nicht. Morgen Unterstrich. Kannst den nicht eingeben, weil du das selber bist. Ja, ich will es dir nur zeigen. So, Freundschaftseinfrage. Da schreibe ich jetzt einfach mal Heiren. Nee, Hi. Und senden. Sie Kann nicht gehen. können sich selbst nicht hinzufügen. Ja. Ja, aber so sehen sie wenigstens funktioniert. Und normalerweise geht die Nachricht dann raus. Normalerweise steht dann da, Freundesanfrage wurde versendet. Genau, Spielbegegnung. So, hier tauchen die auf, die ihr getroffen habt in einem Spiel. Ob ihr die wirklich gesehen habt, sei mal dahingestellt, aber Ja, die waren dann halt mit in der Sitzung mit bei. ja, genau. So, Das sind, jetzt nehmen glaube wir ich, einfach immer mal die irgendeinen letzten. raus.
glaube, das sind die letzten 30, stehen da immer drin, glaube ich. Ach, hier stehen mehr drin irgendwie. Ach, hier steht so, ja, in welchem Spiel? Spielbegegnung Call of Duty. Ja, wenn du auf Profil gehst, siehst du dann, ich glaube, ganz rechts, glaube ich, ist das. Oder? So. Nee, vorletzte. Ja, oder und so. Hier kann ich jetzt zum Beispiel, den Typen nehmen wir jetzt einfach mal, der ist grün. Da drückt man Dreieck. Also wie gesagt, ihr seid, wenn ihr im Spiel seid, einfach die Home-Taste drücken, dann kommt ihr ja normalerweise ins XMB, da geht ihr hier auf Spielbegegnungen und wenn der euch auf den Sack geht, irgendwelche Nachrichten schreibt oder Freund sein will, dann geht ihr einfach da auf Dreieck auf der Profil. Hier könnt ihr dann zum Beispiel als Freund hinzufügen, Nachricht, Trophäen und zur Blockliste. Zack, willst du wirklich, wenn ihr sagt ja, dann fügt er den zur Blockliste hinzu. Und einen als Freund hinzufügen, zack, dann steht gleich oben der Name, Thema, Freundschaftsanfrage und dann kann man mal drin schreiben und dann kann man das, ja, dann kann man dem dann gleich eine Nachricht schreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel im Spiel jemanden trifft und sagt, ey, mit dir spiele ich richtig gerne, du bist ja richtig cool drauf, mit dir kann man auch gut unterhalten oder so, dann kann man dem auch gleich eine Freundschaftsanfrage schicken. Und braucht da nicht ewig seinen Namen erstmal aufschreiben irgendwo oder so. Einfach drauf, Spielbegegnung, den Namen aussuchen, sagen als Freund, fertig ist. Aber natürlich den Namen sozusagen muss man sich schon irgendwie merken. Also ja, man merken schon, aber man muss den nicht aufschreiben und dann da eintragen. Ist nicht so richtig. So, Chat kommen wir gleich dazu. Machen wir erstmal Nachrichteneingang. Hier sind zum Beispiel die Empfangenen. Ja, aus der herkommt. Achso. Gesendete und geht. Nachricht erstellen. Kann man dann jetzt zum Beispiel aufdrücken, dann kann man sagen Freund auswählen und dann kann man da Freund auswählen oder Online-ID eingeben, kann man die ID eingeben. Was da mal gleich noch zeigen, Nachrichten auch löscht. Ja, das will ich dir jetzt machen. Oder den kompletten Eingang bzw. Ausgang löscht. Ja, so einfach drauf, Dreieck. Achso, geht ja gar nicht. Muss ich ja erstmal rein. Eingang. Gehe ich auf Löschen. Du musst nicht rein, du musst nur in Nachrichteneingang, sagst Empfang und ja, drückst Dreieck. Da bin ich jetzt drauf. Habe gerade gelöscht, haben die Leute gerade gesehen. So, und da gesendet, löschen, ja. Weil das dauert ein bisschen, aber... Kommt drauf an, wie viele man drin hat. Deshalb mache ich das immer einmal wöchentlich. Das nicht macht nämlich ordentlich Platz frei. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt haben wir Chat. Jetzt haben wir Textchat oder Sprache- und Videochat. Jetzt machen wir mal einfach einen Textchat. Wir machen einen Textchat. Dann gehen wir mal zurück. So, dann lädst du mich direkt ein, dann sehen die Leute auch, wie kann ich da jemanden einladen. Ich gehe erstmal zurück. Kann man doch auch irgendwie umbenennen. Nee, bei Textchat nicht. Nee, bei Textchat doch. Ist einfach nur ein Textchat. Das ist einfach nur ein Textchat, Odin. Ja, nee, irgendwie... kann man umbenennen. Und? Also, ich mache ja schon. Ach so, ja, das, ja, aber... So. Ja. Und jetzt holen wir den Vogel mal dazu. Ja. Man kann auch mehrere. Man kann hier also viele markieren, wie man will. Aber nein, wir wollen jetzt falsch, nur... Falsch. Du kannst immer gleichzeitig bis zu 12 Leute einladen. Ja, 12, ja gut. So, egal, okay. Bei welchen Einladungsgedöns dieses Einladungsfenster kommt. So, jetzt klicke ich da drauf. So. Und noch ist er nicht da. Odin, da ist er. Bin da. Den Raum betreten. Jetzt könnt ihr hier unten nochmal jemanden einladen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich lade nochmal den Freak ein. Ich kann auch Teilnehmerliste. Da kann ich jetzt draufklicken und da sehe ich Odin Ase und Crazy Freak. Nicht wundern, wir haben die gleichen. Wenn ihr das Tutorial-Video zum Account gesehen habt, wisst ihr das, dass Crazy und ich eigentlich grundsätzlich fast immer die gleichen Avatare haben. Warum? Ja. Wissen wir eigentlich selber nicht. Das ist nicht so richtig, das ist einfach so. Das hat sich so eingebürgert, würde ich mal sagen. Ja. So, und jetzt kann ich dir jetzt schreiben, schreibe ich ihm mal in der Nachricht. Ja, ich könnte jetzt auch welche hinzufügen. Du kannst auch sagen Teilnehmerliste, dann stehen da die ganzen Leute. Habe ich schon gezeigt. Achso, was war ich schreibe ihm mal ditte, was ich ihm mal am Kopf schmeiße. So, zack.
Ja, wohl. Ja. Und das war jetzt eigentlich, das ist eigentlich schon alles. Das Positive ist, man Ja, kann jetzt hier rausgehen und der Textchat, er ist der bleibt trotzdem noch stehen. da. Man kann hier zum Beispiel im Spiel und dann einfach die Home-Taste drücken und dann kommt man da jede Zeit wieder Ja, drin. klickst du wieder auf Ihr Chatraum. Genau. Um. Aber wir wollen den ja nicht mehr. Wir können den jetzt Aber du kannst auch löschen. wieder komplett rausnehmen, indem du hier Dreieck drückst und sagst löschen. Zeige ich ja gerade. So, löschen. Und er sie löscht und fertig, weg ist er. Weil manchmal habe ich hier fünf, sechs Dinger gleichzeitig gehabt am Anfang. Und das geht mir die mir auf den Pisser. So, jetzt machen wir in Sprache- und Videochat. Ich glaube, ich habe mein Headset nicht aktiviert. Also ich habe, glaube ich, Kamera. Uli, Also das nicht ist wundern, das. wenn ihr mich doppelt und dreifach jetzt hört. Ich weiß, ich glaube, der wird bei mir auch die Kamera automatisch nehmen. Macht einfach. Also macht Naja, ihn dann einfach. muss ja nicht lange sein, nur dass man das so mal sieht. Also ich habe den jetzt eingeladen, hier unter Freunde einladen. So, Chat-Einladung. Foto Eintreten. einblenden. Hier könnte man ein Foto einblenden. Kann Ja, man ich hier mache zum jetzt. Beispiel sagen, Ja, guck mal ich habe meine hier, Kamera ich grundsätzlich bin Nesca gefahren. Ich Ah bin ja. Sieger. Ich habe Mod Nation. So, könnte man jetzt machen. So. Jetzt bin ich wieder zu sehen. Was haben wir denn noch? Bildschirmmodus. Nachricht an alle. Da kann man jetzt zum Beispiel schreiben. Wollen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, dem Vogel jetzt extra noch zu schreiben. Stimmlage kann man natürlich hoch oder runter setzen. Ihr hört es jetzt nicht, weil ich habe glaube meine Cam aus. Hörst du mich? Das. Über die PlayStation? Nö, Gut, weil ich habe nämlich extra Ton ausgemacht. Weil sonst würdet ihr mich doppelt und dreifach hören. Meine Kabeleien gehen ja alle hier ins Haupt auf und so. Ich habe auch die fette Headset auf hier vom Fernsehen. So. Dann haben wir Ansicht. Da können wir jetzt hier, steht ja auch immer die Kurzbeschreibung. Bildschirm ist Viereck und Anzeige ist Select. Select, 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 ja, da zeigt er ja nur Select. die Auflösung. So. Und Viereck, Viereck. So haben wir vier einmal praktisch nebeneinander. Er groß, ich klein. Er groß, ich weg. Er ganz groß, ich klein. Er ganz groß, ich weg. Oder beide nebeneinander. So. Wenn du jetzt mit mehreren machst, dann ist es mit diesen nebeneinander schon cool, weil dann sieht man sich selber, man sieht die anderen. Finde ich Nee, optisch schöner. dann ist es ja nicht mehr nebeneinander. Da sind ja immer zwei, vier. Bei Ja, vier das ist ja Leuten hast du untereinander, ja. zwei so, Aber zwei so. die Cams sind halt nebeneinander, über mir, unter mir, hast du gesehen. Ja, So, das Chat-Einstellung, meinte ich. Audiogeräte. Hier seht ihr, ich habe mein Wireless-Headset aktiviert. Ihr könnt jetzt natürlich Bei mir sagen, auch. USB und da, ne, da geht Audiogeräte. Wieso nimmt da Audiogeräte die USB-Kamera nicht? Ach, Ausgabegeräte ist Standard. So. Jetzt müsstet ihr mich doppelt und dreifach hören. Jetzt habt ihr mich praktisch über die Cam und über mich selber. So, machen wir mal weg hier. Ist so Kamera richtig. aus. Kann die Kamera ausschalten. Kamera ein. So, Mikrofon aus. So, Wollte gerade sagen, Audiogeräte. also Mikrofon solltest du vielleicht doch ausmachen. Ja, ich mache ja schon. So, Wireless, Wireless. Okay. So, Lautstärke. Machen wir mal hier komplett. Mal laut alles haben. So, und dann haben wir noch verlassen und das war doch schon. Dann kann man noch Dreieck drücken, dann hat man die Symbole weg und fertig ist. Der einzige Nachteil an dem Chat finde ich, dass du hier nicht mehr ins XMB. Ja, du kannst schon ins XMB, aber du kannst nicht viel machen. Du kannst nur Nachrichten schreiben. Na, Das wir können war's. ja mal testen, ob, wenn man im Chat ist, trotzdem noch Musik hören kann. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Dann sagt er, musst du Ja. raus. Ja, aber hier seht Du ihr, kannst da ist, wirklich so sieht das nur Symbol aus, Nachrichten. wenn da eine Chatverbindung ist. Und da kann man zum Beispiel Wenigstens auch Optionen, ist Teilnehmerliste, kann ich da gucken, mit kann wer Edit jetzt gerade im Chat ist. Oder ich kann einen Freund einladen, die könnten Nachrichten an wenigstens alle hinzufügen, dass man verlassen. in, könnten wenigstens hinzufügen, dass man im Browser gehen könnte. Wenigstens das. Ja. Ach, Aber übrigens bei
Für die Leute, die ihr Video geguckt haben zum Browser. Es geht nicht mehr, Chris. Wenn ich auf wie ist meine IP gehe.de, steht nicht mehr da, dass ich ein PlayStation 3 System habe und den Internetbrowser 6 benutze. Da steht gar nicht mehr da. Da steht nur, ich habe Leitung A-Core und meine IP. Mehr steht nicht da. Kann ich dir auch sagen, warum? Weil wir eine veraltete Java-Version auf der PlayStation haben. Und wie ist meine IP, läuft mittlerweile unter Java, die Abfrage. Ach so. Aber der Chris ist nämlich Zeuge, das habe ich nicht im Video erwähnt, du warst ja damals drauf, da steht unter System PS3 und unter Browser hast du denn, glaube ich, die Version ja 5 oder 6. Internet Explorer. Ja, den normalen. Ja, wir kriegen kein NTFS, weil die Geld kostet. Ja, das würde Sony Geld kosten. Aber den Internet Explorer, anstatt sie da Opera nehmen oder so ein Scheiß. Oder Firefox. Oder Firefox. So. Ja, gratis ist. Theoretisch kann man jetzt ausgehen und dann wären wir fast fertig, würde ich mal sagen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Nein. Wir warten nicht. Nein. Wollte noch Profile, Profil-Dingsbums zeigen. Hä? Ach, noch ja. Gut, dass du mich daran erinnerst. So, dann machen wir mal hier beenden. So, ich zeige erstmal, mein Profil habt ihr ja schon gesehen, wo ich unter Profileinstellung war. Da habt ihr das Odi statt Jesus gesehen und meinen Namen. So, ihr seht ja hier bei mir und beim Chris andere Schrift, als wenn wir jetzt bei dem hier gucken. Hier ist die Schrift ziemlich nah zusammen und bei uns ist es ein bisschen weiter auseinander. Das ist, weil wir so einen kleinen Trick verwendet haben. Wir haben nämlich die chinesische Schrift dafür genommen. Ja, dann kommt jetzt ein bisschen weiter auseinander. Sieht optisch schöner aus. Es ist, glaube ich, die zweite chinesische Schrift. Ich glaube auch, ich weiß es nicht mehr. Und dadurch ist es ein bisschen weiter auseinander gerobt bei uns. So, ich gehe jetzt erstmal auf mein Profil. Ach ja, nee, will da doch nicht drauf hin. So, hier hat man oben hat man die Möglichkeit, die Farben sehen alle kacke aus. Und vor allem schwarz ist grau und nicht schwarz, also das kotzt mich sowieso an. So, ja. Ihr seht das PlayStation Plus Symbol da oben, das heißt, dass ich PlayStation Plus Mitglied bin. Das Viereck, was daneben ist, bedeutet, ich bin das selber. Also das ist mein Profil. So, Status hat man nur den blauen Ball für online, den hat es von Anfang an da. Es sei denn, man sagt, ich will nicht mehr, dann sagt man, nicht verfügbar. Da hat man einen gelben mit einer Uhr. So, das ist auch das Einzige, was man hat unter Dreieck. Mehr ist es nicht. Profil ist halt, dass man normal ins Profil reinkommt. Die Farbe haben wir oben schon geändert. So, dann Datum kannst du eigentlich nur... Datum. R1. Ach, da bist du schon. Ja, ja. Status habe ich ja schon am Anfang gezeigt. So, kann ich ja nochmal, warte mal. Den Status kann man auch ändern, wenn man so, einfach nach rechts drückt und dann da. Dann kommt man halt, ich will meinen Status natürlich nicht verändern, der bleibt so. So. Ja, du kannst es doch zeigen, dass man sieht, wie das aussieht. Also, da habe ich doch, ich bin ja raufgeklickt, da kann man doch einfach hinschreiben. Ist ein Schreibfeld. Nee, das ist Kommentar. Nein, wenn ich X drücke, in mein Profil gehe, einmal nach rechts drücke, Odin statt Jesus anklicke, nochmal anklicke. Ich mein, in deiner Profilliste, wenn du Dreieck drückst auf dein Profil und Status sagst, da gibt es ja online und nicht verfügbar. Ich habe gerade nicht verfügbar drin im Bleistift. Ja, ich auch. Das meine ich doch, das habe ich doch gerade gemeint. Achso, ich dachte, du meinst die Statusnachricht. So, nee, okay. Odin statt Jesus lassen wir. So, ich zeige euch das auch gleich bei Chris. Ich will nur noch schnell hier durchgehen. Hier, also ihr seht drei Felder. Erste sind Trophäen. Da zeigt er 2, 4, 6, 8. 8 Trophäen an. Die letzten 8, die ich gekriegt habe. Unten drunter steht, wie viele Trophäen ich insgesamt habe. 2401. Und links Level 16 bei 43% mit einer Leiste. So, dann kommen wir mit R1 weiter. Da steht dann, ihr seht ja, diese Treppe. Und links steht dann Platin, Gold, Silber, Bronze. Und oben steht dann bei Platin 16 Platin. Oh, ich habe 16 Platin schon? Cool. 35 Gold,
429 silberne und 1871 Bronze. Macht insgesamt 2401. So, kommen wir weiter. Jetzt kommen wir zu dem weiteren. Da sind die Grunddaten über mich drinne, die ihr bei Profileinstellungen bei dem Tutorial gesehen habt. Meine Online-ID ist Odin-Ase. Das ist nur die Online-ID. Das ist nicht mein Profil, unter dem die Spiele aktiviert werden auf der PlayStation. Die Online-ID. Über PlayStation, über mich ist Odin statt Jesus. Das ist mein Statement zu mir. Da kann jeder reinschreiben, wie er lustig ist. Ja, da kann jeder was drin, ja, da kannst du reinschreiben, Aber ich glaube Jan nur, Pullemann, willst du mal einen Arsch? 20 Zeichen maximal oder so. Ich Ich sag's lese es auch euch. nicht mehr genau. Meine Sprache Deutsch, habt ihr ja auch gesehen mit meinem vorletzten Video, aber da kannst du noch Ja, zwei andere Sprachen machen, bringt mir nichts, ich kann nur Deutsch. bei mir steht ein bisschen mehr drin. Ja, da kommen wir ja gleich hin. So, da kommen wir jetzt zum Crazy. Der Crazy hat auch um PlayStation Plus, weil der ist auch PlayStation Plus, der hat gamerscheck.de, der hat unseren Blog drinne. Könnte ich eigentlich auch demnächst mal drin machen. So, dann halt die Sterne. Dann, ja, Level 17. Und der Name steht da. Ja, ich finde es auch ein bisschen kahl. Ich hätte gerne mal ein richtiges Schwarz. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Wir haben hier einen drinne, den habe ich von Crazy gekriegt. Der hat eine PS Vita und der hat darüber einen Account. Der hat andere Farben. XXNY meinst du? Ah, XX gut, dann ist er da Nilo. unten irgendwo. Nee, der war online vor 46 Minuten. 46 Minuten? Wie heißt der? XXNY Xion XX. Aha. Ich gucke ja gerade. Free, Frau Doktor, Danschka, Timmy, Kataga, Kalle. Ne, habe ich gar nicht mehr drinne, den XX. Hast du ihn gelöscht? Ne, ich habe ihn nicht gelöscht. Wie heißt der? Der Doppel-X. Ja. Vorne Doppel X und hinten Doppel X. Vor wie vielen Minuten? Vor 46. Ne, habe ich nicht mehr drinne. Ich glaube, der hat mich gelöscht. Ja, hat er dich denn angenommen damals? Ja, hat mich kurz angenommen. Aber der hat halt richtig schwarz, aber davon mal abgesehen. So. Und Und dann ich siehst du finde so das Profil ein dieses. bisschen leer. Warum machen sie nicht da noch eine deutsche Fahne hin? Kann man doch hinter den Nick oder unter den Nick, da ist doch so viel Platz, warum kann man nicht eine deutsche Fahne hin machen, dass man weiß, aus welchem Land kommt der? Ja, weil Sony ist. Aber dieses richtige Schwarz geht nur, wie gesagt, ich habe mir das erklären lassen. Wenn man eine PS Vita hat, die PS Vita über Remote Play anschließt, sich in seinen Account einloggt und das dann aktiviert, dann hat man auch in der PlayStation das Schwarz. Also nicht nur auf der Vita, sondern auch auf der Playse. Und das finde ich beschiss. Ja, das ist scheiße. Also dann kann man sich ganz normal wieder über die Playse einloggen, hast du Schwarz drinne. Und bleibt das schwarz denn noch Das oder? bleibt schwarz, das wird in deinem Account hinterlegt. Also müsste ich praktisch irgendjemanden haben, der eine Vita hat und die an meine PlayStation antennt. Ja, aber dein Account muss auch auf der Vita sein. Nur du Ja, kannst ja pro Vita nur einen Account aktivieren. da muss ich eine andere SD-Karte drin machen. Das ist mir doch scheißegal. Hauptsache ich hab schwarz. Also eine PS Vita, die SD-Karte kostet auch mal eben 50 Tacken, ne? Ja, die kann ich doch löschen, die kann ich doch leeren. Da kann man doch die Daten auf der SD-Karte kann man doch kopieren, oder nicht? Die aber löscht, wird der Ja. Account automatisch deaktiviert. Dementsprechend ist das dann wieder weg. Das Schwarze. Ja, wenn ich aber im Offline ist, die PS Vita, und dann das rauslösche. Ist trotzdem, das ist automatisch aus der Vita raus. Sobald es rausgelöscht wird aus der Vita, die ist ja sozusagen fast immer online. Ja. Ist ja zu zwungen. Dann ist das dementsprechend wieder weg. Deshalb muss selber eine Vita haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Na, wenn ich mir eine Vita borge und da eine Es bringt SD-Karte drin nichts, es mache. bringt nichts, habe ich doch gerade erklärt. Ja, aber wenn ich die ausmache und die ja nicht online ist
Und ich aber trotzdem das Eine Schwarz ja Vita in ist meiner immer Playse online. habe. Eine Vita ist eigentlich immer online. Dann wenn ich die ausmache, richtig aus und den Akku raus. Dann? Und ich mit der PlayStation aber online bin, dann habe ich das Schwarz doch trotzdem. Das geht doch nicht dann auf immer Aber weg. die Vita, die machst du doch irgendwann mal wieder an. Ja, logisch. Aha. Und wenn ich sie dann aber nicht mehr anmache? Dann würde ich mir keine Vita kaufen. Mensch, wenn ich mir in der Borge, mir geht's doch nur darum, dass ich das Schwarz kriege. Dir eine borgst. Ja, Du willst leih dir mir eine aus Vita hier holen? bei Versandshop.de Ach, oder was und weiß du ich, meinst die und du Verleihshop. meinst und du meinst diese Vita, die wird irgendwann nie wieder angeschaltet. Die Vita können Sie doch anschalten, ich leere doch die SD-Karte. Das bringt doch aber nichts. Wenn doch die SD-Karte löscht und die Vita machst du wieder an und geht online, ist die schwarz weg. Das habe ich doch gerade erklärt. Ja, aber woher will die wissen, dass da mein Account mal drauf war, wenn ich die SD-Karte rausnehme Weil und einen Laptop drin mache? das ist wie mit der PlayStation, jede Konsole eine eigene ID hat. Vergessen? Schon vergessen? Ja, also Ja, muss ich immer mir noch. praktisch eine SD-Karte holen und die muss ich mir dann in den Schrank packen und wenn sie da irgendeine andere SD-Karte in die Vita drin machen, ist das scheiße. Ja, weil meine SD-Karte gibt es ja noch. Richtig. Der Account Aber wird ja nicht gelöscht. Dann behalte ich die schwarz. SD-Karte, wie gesagt, die SD-Karte, die 16 GB, die kostet ja 50 Tacken. Oh, Die Alter, ich werde 8 GB, bescheuert, ey. glaube die kleinste ist, glaube ich, 4 GB. Ich glaube, die kostet 20 € oder so. Das, hat Simi nicht so eine Vita? Ja. Dann müssen wir das mit Simi mal testen. Die hat doch nur eine SD-Karte. Ja, dass die mal ihre Daten sichert und dann kann sie das ja mal Wie testen, ob denn? sie denn trotzdem schwarz kriegt. Wie willst du die sichern? Mit einem Adapter kriegst du die SD-Karte da am PC und kannst deine Daten rüberschieben. Nein, nein. Nicht? Es gibt keine Adapter. Was ist denn für Scheiß? Das sind spezielle, die hat doch Sony extra entwickelt, da hat doch Sony extra ein Patent drauf auf diese Vita SD-Karten. Na, das ist ja klasse. Habe ich doch So damals ein Rotz. versucht. Habe ich doch damals versucht hier reinzumachen. Weil das sind ja dieselben, wie die Spiele sind. Das sind ja genau dieselben Karten. So, Habe ich doch damals warte, versucht, machen hier wir erstmal reinzumachen. weiter. Ja. Wie ihr seht, ich bin jetzt in sein Profil gegangen, ich sehe jetzt seine Trophäen. So, hier unten kann ich ihm eine Nachricht schreiben. Also, hier, Nachrichtenliste. Hier sehe ich praktisch wäre eine Liste mit den Nachrichten, die wir untereinander geschrieben haben. Das ist ein Nachricht Shitstorm. erstellen. Da kann ich eine neue Nachricht schreiben. Steht logischerweise er gleich drinne. Thema. Und dann darunter schreibe ich, was ich drin will. Also Und hier kann ich jetzt, Trophäen vergleichen würde ich jetzt nicht unbedingt. ja, hier kann ich jetzt zum Beispiel ein Bild einfügen und kann ihm das senden. Gesundheit. Danke. Ach Quatsch. Trophäenvergleich Könntest sein und lassen. Sprachchat. Sprachchat kann ich natürlich gleich rin. Da kann ich ihm jetzt gleich eine Antwort, einen Chat mit ihm öffnen. Habt ihr ja schon gesehen. So. Denn hier wie bei mir, er hat insgesamt 8 Platin. Also die Hälfte von mir hat 3000 Trophäen. 3004 Trophäen. So. Sprache steht bei ihm Englisch, US, Englisch, Großbritannisch und Deutsch und halt unsere Adresse und sein Name drin. So, dann machen wir doch mal einen Trophäenvergleich hier. Das dauert aber So, ewig. ist schon da. So. Ja, das hängt sich aber auf. So, wir nehmen gleich das erste und wir nehmen natürlich gleich hier Washington. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Da weiß ich nämlich, dass der Crazy Freak einige Trophäen nicht hat. Oder beziehungsweise eine Trophäe nicht hatte. Ihr seht, hier habe ich und der Crazy beide eine Bronze-Trophäe. Und das Bild sieht man auch, weil ich die Trophäe ja logischerweise habe. Hier Bild sieht man beide silberne, bei mir und bei ihm. Hier sieht man nur bei mir eine silberne und bei ihm ist grau mit einem Schloss, weil er die nicht hat. Das Bild von der Trophäe sehe ich, weil ich die Trophäe ja habe. So, da
Umgekehrt, aber wenn ich den Trophäenvergleich mache, weil ich die Trophäe nicht Ja, habe, das will ich ja auch gleich noch zeigen. habe ich nur ein graues Bild. Das will ich ja auch gleich zeigen. Habe ich ja vorhin schon erklärt. So, da wieder Bede Silber und man sieht das Bild. So, gehen wir raus. Oh, hier hat er so ja schon Trophäen. Die habe ich noch nicht bei Kampfpaket. Da sehe ich jetzt zum Beispiel hier unten, sehe ich bei ihm, er hat die Trophäe, weil es ist Silber. Bei mir grau mit dem Schloss, ich habe sie nicht. Und das ist die Trophäe Wölfe und Lämmer. Ein Mehrspielersitzung im Modus Wolfsrudel. Auf einen zusätzlichen Karte. Aha, das habe ich noch nicht. Ah, da ist das Symbol dann grau unterlegt, glaube ich. Ne? Da seht ihr das Plus, weil das Plus ist, weil es eine Erweiterung ist. Und das Trophäensymbol ist halt grau mit dieser Trophäe. Also mit dieser einen Trophäe. Weil ich kann es nicht sehen, weil ich habe die Trophäe noch nicht. So, hier, logischerweise, sehe ich alles. Ich habe Platin. Also da habe ich logischerweise alle Trophäen. Bei dieser und Angeber. Bei Chris halt ist die Trophäe wieder grau und ich sehe das Bild, weil ich es ja habe. Richtig. So, das war eigentlich auch zum Trophäenvergleich. Jo. So, die Freundesliste haben wir auch gemacht. Hier grün, blau haben wir ja gesagt, ist automatisch. Da sieht man auch zum Beispiel, was der jetzt hier gerade zockt. Der zockt gerade Skyrim, der nischt. Der zockt WWE Smackdown with War 2010. Und die sind offline. Und da steht auch da, letzte Anmeldung 36 Minuten, 69, 71. So, und die haben halt einen roten Kreis mit einem X. Jetzt kommen wir zu den Leuten ganz unten bei mir in der Liste. So. Aha. Wenn ihr jetzt einen grauen Punkt habt, das ist, ach, da ist dieser X, XX, Nü. Sag ich doch, der hat dich nicht angenommen. Doch, der hatte mich aber angenommen. Der lädt ja auch die ganze Zeit hier. So, da ja, seht ihr auch mal das komplette Schwarz. Also das ist eine Frechheit, dass das nur geht mit der Vita. Und warum wir das nicht kriegen, das ist die größte Frechheit. Ja, ist Odin, ist jetzt, das haben wir ja schon durchgekaut. Ja, ich will das auch so schwarz. Das ist schwarz und nicht. So, und hier sehen wir zum Beispiel vor 24 Monaten. Das letzte Mal, also das ist einer, der noch nicht angenommen hat, so wie es aussieht. Wenn der Ball grau ist, dann ist das eine Freundschaftsanfrage, die ihr gekriegt habt, die ihr noch nicht beantwortet habt. Falsch. Grau ist Freundschaftsanfrage, die ich gekriegt habe und noch nicht beantwortet habe. Grau ist eine Freundesanfrage, die du gesendet hast, aber er noch nicht angenommen hat. Weil Freundesanfrage, die du bekommst, die landet bei dir ganz oben, nicht ganz unten. Ja, egal wo sie landen. Vom Bandi halt Goal gekriegt. Hier unser Jens zum Beispiel vor 22 Monaten. 24 Monate war Martin das letzte Mal online. Oh, mein Kumpel, der morgen kommt zum Zusammenzocken. So, 18 Monate, 18 Monate, 18 Monate, 17 Monate, 12, 7. Also das sind, die sind ewig nicht mehr online gewesen. Die könnte ich auch demnächst mal löschen. So, jetzt werde ich mal wieder auf Status online machen. Und jetzt haben wir den durch. Wir sind jetzt praktisch durchs XMBE. Durch. Vorne bis hinten. Vorne bis hinten. Ja. Dann hoffe ich, das hat euch gefallen. Ihr konnt euch das Menü der PlayStation ein bisschen näher bringen, helfen, grundsätzlich mal alles erklären, wofür, warum und weshalb ist. Und wenn ihr noch Anregungen habt, Fragen habt zu irgendeinem Tutorial oder sagt, macht mal dit, mach mal dit. Ja, ich hatte schon Fragen, habe ich auch schon beantwortet alles. Was hast du denn für Fragen? Ja, wegen Hauptauge. Wegen Ach so. Hauptauge-Tutorial, da hatte er irgendwie kein Bild und so, habe ich ihm das erklärt, bla bla bla, und hatte gesagt, ja, super, danke und... Bei deinem Hauptauge-Tutorial? Nee, bei deinem. Achso. Ja, ich krieg ja die Nachrichten, aber ich hab's halt beantwortet. Du hast beantwortet, gut. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich dich auch noch gefragt. Ne? Wenn genau. Gut. So, aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wir beantworten sie sofort.
zum X-Padder und was ich da alles gemacht habe, ist alles kein Ding. Und wenn ihr Anregungen habt oder Fragen habt, was ihr gerne mal als Tutorial haben wollt oder dass ihr das gerne mal erklärt haben wollt, schreibt einfach. Und oder ich werde versuchen, es umzusetzen und zu machen. Oder wenn ihr eine Frage habt, kommt im Teamspeak und fragt uns persönlich. Könnt ihr oder auch, ja, wir sind sowieso fast immer im Teamspeak. Einfach auf unseren Blog gehen, Teamspeak, bumm. Ja, die Teamspeak-Daten stehen auch in der Videobeschreibung. Ja, oder stehen auch in der Videobeschreibung. Wenn wir oben sehen, dass welche in der Lobby sind, kommen wir hoch. E-Mail-Adresse von mir, von Freak stehen drin und von den anderen. Teamspeak steht drin, Skype steht drin, E-Mail steht drin, steht alles drin. Einfach anschreiben oder zu uns kommen. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, wir helfen gern. Oder ich mache dann halt das passende Tutorial dazu, wenn es möglich ist. Oder wenn ihr ein Video mit uns machen wollt, weiß der Geier, einfach kontaktieren. Das ist auch kein Problem. Wie ihr jetzt hört, ihr hört mich und dem Crazy in einer Tonspur. Diese Anleitung, wie das geht, ich mache jetzt praktisch, wenn ihr merkt, ich bin wirklich 100% synchron und der Crazy auch. Ich nehme alles direkt über Hauptaug auf. Ich habe nicht mehr, wie die meisten oder eigentlich alle, mit dieser extra Tonspur. Dieses Tutorial, wie es geht, mache ich morgen oder übermorgen oder Montag, wenn ich meine Kabel habe. Weil momentan höre ich mich doppelt und dreifach. Ihr mich nicht, ich mich schon. Das irritiert ziemlich, macht mich manchmal ein bisschen kirre. Aber wenn ich die passenden Kabel habe und das alle trennen kann, kommt dazu auch die passende Anleitung, wie ihr das umsetzen könnt, nicht nur euch selber aufzunehmen, überhaupt auch, dass ihr nur eine Tonspur habt, auch wenn ihr Teamspeak oder sowas anhabt, den PC gleichzeitig hört. Und euch mit den Leuten gleichzeitig unterhalten könnt. Weil mit dem Crazy unterhalte ich mich ja über den Laptop. Über Teamspeak. Und der hört mich ja auch. Richtig. Und das kommt alle dann halt ins Hauptaug drin. Und wie das geht, das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zusammen in Let's Play machen wollen, dann braucht man halt dann nicht mehr die Tonspur angleichen, die man dann extra im Teamspeak aufnehmen muss. Man geht einfach in Teamspeak, quatscht und es kommt alle zu, laut meiner Anleitung kommt das alles dahin, wo es hin soll. Das kommt definitiv, ich schwöre, sobald meine Kabelei ist, kommt diese Anleitung sofort hochgeladen. Ja, das ist für uns drei wirklich sehr praktisch. Also für Odin, für mich und für den Onkel, weil wir ja alle einen Hauptaug haben. Ja, Onkel Chris wissen nicht, wie sie es machen sollen und ich will die Anleitung aber erst machen, wenn ich alle Kabel habe und das hundertprozentig funktioniert. Ja. So. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt verabschieden wir uns und wir hören uns im nächsten Tutorial wieder. Ahoi! Tutu!